Meine lieben Freunde, ein Auf-Eating. Ich teste mal wieder Convenience. Und zwar diesmal Knorr Spinazzi. Wieder meine Brille vergessen. Bin doch blind wie ein Maulwurf. So, ich blende euch jetzt ein Bild ein. Und dass ich hier schon sitze mit dem Teller, bedeutet, dass man das echt essen kann. Ja, man kann das wirklich essen. Ich hätte es nicht gedacht. Und die Soße, die dabei ist, nimmt halt ein bisschen diesen Nudelgeschmack an. Ja? Also es schmeckt nach Nudelstärke. Aber ich habe jetzt nichts nachgewürzt. Und das ist wirklich, wo ich jetzt in letzter Zeit so viel über Convenience gemeckert habe. Aber das hier ist wirklich lecker. Das kann man echt essen. Die Nudeln sind gut. Die Soße dazu schmeckt ganz toll nach Spinat. Obwohl da nur 2% Spinat drin ist. Palmöl natürlich. Hefeextrakt steht hier. Und vorne steht, ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe. Und hinten ist Hefeextrakt drin. Ja. Also ganz ohne geht es dann doch nicht. Aromen. Viel Milch. Aber das ist echt lecker. Jetzt machen wir Folgendes. Ich habe ja hier dieses Salz. Bratengewürzsalz. Nee, das mache ich mir jetzt nicht drüber. Ich habe was Besseres. Nämlich eine Flasche Maggi. Und da machen wir jetzt einfach 2-3 Tropfen drüber. Und mischen das mal durch. Ich bin ein Nudel mit Maggi-Esser, wisst ihr? So, und jetzt haut es mich wahrscheinlich um. Mm. Oh. Oh. Mm. Wenn man Knorr mit Maggi mischt. Das ist echt lecker. Meine lieben Freunde des Auf-Eatings und der Convenience-Produkte, da habe ich mal wieder was entdeckt, wo man es echt sagen kann. Und es ist viel. Ihr habt noch was im Topf, weil ich das nicht alles essen kann. Ja, da waren aber auch 10% gratis und da steht auch 2 Portionen. Und das sind definitiv 2 Portionen. Ja. Das Geile ist, dass man das nicht nur auf dem Herd, sondern auch in der Mikrowelle machen kann. Auf dem Herd funktioniert das mit den Nudeln einfach besser. Ja. Nudeln aus der Mikrowelle schmecken einfach nicht. Ihr nehmt 550 ml Wasser, kalt, rührt es kalt rein, lasst es einmal aufkochen, schaltet dann runter auf die Hälfte etwa und lasst es 10 Minuten kochen. Hier steht 6 Minuten. Mm-mm. Macht 10 Minuten draus. Dann kocht die Soße fast komplett ein. Und ihr müsst oft umrühren. Ganz wichtig, nicht einfach 6 Minuten köcheln lassen, sondern echt umrühren. Also beim Topf stehen bleiben. Macht halt in der Zeit die Küche sauber. Oder räumt die Spülmaschine aus. Und dann muss ich sagen, kann man das echt essen. Ich bin wirklich überrascht. Jetzt lesen wir noch, was drin ist. Natürlich, 80% Nudeln. Ach, guck an. 5% Schmelzkäsepulver. Bestehend aus Mozzarella, Molke, blaue Schimmelkäse, Hartkäse und Crescenza.
Sahnepulver, das obligatorische Palmöl, Reismehl, wahrscheinlich für die Konzession, sag mal, ich werde alt. Das halte, wenn dick wird. Salz, Zucker, Glukosesirup. Jetzt halte ich fest. Hefeextrakt, aber jetzt pass auf. Kochsalzersatz. Kochsalzersatz wird gewonnen aus natürlichen Kaliummineralien. Also da ist nicht mal richtiges Salz drin, sondern ein Salzersatz, der wahrscheinlich nur die Hälfte vom normalen Salz kostet. Ja, unglaublich. Unglaublich. Aber was soll ich sagen, es schmeckt. Knoblauch, Kurkuma, Aroma, Milcheiweiß und Zitronensäure. Und dann steht hier noch natürlich ohne Konservierungsstoffe laut Gesetz, weil Hefeextrakt nicht als Konservierungsstoff oder als Geschmacksverstärker gekennzeichnet werden muss. Ja, mit der Knorr-Partnerschaft für Nachhaltigkeit stellen wir sicher, dass beim Anbau unserer Zutaten Anbauflächen und Ressourcen geschont werden. Guter Geschmack und hochwertige Zutaten sollten aus verantwortungsvoller, nachhaltiger Landwirtschaft kommen. Allerdings, das, was ich jetzt esse, hat so um die 250 Kalorien, also auch nicht viel. Doch ein bisschen mehr. Obwohl hier steht pro Portion 140 Kalorien. Das passt. Ne, pro 100 Gramm. Ich esse ja mehr wie 100 Gramm. Und pro Portion 400 Kalorien. Doch egal. Auf jeden Fall. Mit dem Schuss Maggi noch. Ich weiß, ich wiederhole mich. Lecker. Naja. Essbar. Ich will nicht lecker sagen. Denn im Grunde ist es, das selber zu machen, das Einfachste der Welt. Ihr kocht einfach ein paar Nudeln ab. Ja, dann nehmt ihr eine Pfanne. Nehmt aus dem TK ein bisschen Spinat. Ihr könnt auch den Blubspinat nehmen. Ja, macht 250 ml Sahne rein. Würzt das mit Salz und Pfeffer. Dann schmeißt ihr die Nudeln dazu. Fertig. Ja. Also, man braucht es nicht wirklich. Aber wenn es halt einmal schnell gehen soll. Ja. Es war gut. Es war essbar. Aber wie gesagt, das selber zu machen, schafft ihr auch in 15 Minuten. Ja. Und dann sind wirklich keine anderen Stoffe dran. Ja. Es ist einfach Nudeln in Spinat, Sahnesoße. Mehr ist es nicht. Ihr könnt ja auch ein bisschen Käse reintun. Ja. Für den Geschmack. Aber wie gesagt, Hettle testet Convenience, essbar. Und tschüss.